Hallo, willkommen zurück zu Final Fantasy 13 mit unserem süßen kleinen Trüppchen hier. Heute keine reine Mädelsgruppe, aber Lightning an vorderster Front. Wir sind zurück auf Cocoon, denn das Jagdgeschwader möchte Orphanus vernichten und das wollen die Lissie verhindern. Hallo, hier ist eine Menge los. Tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Hier sind ein paar Monster von Grand Pulse. Das sollte so nicht sein. Deswegen räumen wir die erstmal aus dem Weg. Wer auch immer diese Portale geschaffen hatte, das war nicht okay. Das war auch nicht unsere Absicht, dass die Monster mit nach Cocoon kommen. So. Einmal bitte schön auf die Fresse, auf gut Deutsch. Die halten schon ein bisschen was aus, ne? Vielleicht wäre Verheerer Manipulator ein bisschen besser. Aber ich glaube, das habe ich gar nicht im Angebot. Habe ich das im Angebot? Nee, nur Verheerer Brecher, aber das reicht ja. Das reicht ja. Der Brecher verlangsamt den Schock. Ja. Nur, dass die Schockleiste schnell runtergeht. Mann, ich habe das Fachwort vergessen. Und die Verheerer ballern drauf. Ich glaube, ich mache aus meinem Startparadigma tatsächlich mal Verheerer-Manipulator. Mal sehen, wie wir damit zurechtkommen. Dann wirst du heute auch mal ein Verheerer. So. Weiter geht's. Da kommen schon die nächsten Kaulquappen. Und da hinten sehe ich doch schon einen Behemoth. Eieiei. Vanille lernt ja bald auch als Manipulator tot. Aber ich weiß gerade nicht, ob sie das dann auch automatisch zaubert. Das müsste man sich dann mal angucken. Ich guck mal, ob es schon soweit ist. Nein, nicht Brecher. Manipulator, bitte. Ah, ja! Tot gelernt. Als Fertigkeit. Sie müsste das doch auch dann automatisch einsetzen, oder? Das wäre ganz schön. So, ich fummel mal nicht weiter im Kristallium rum. So viel Kristallpunkte haben wir dann auch nicht. Oh, die sind alle... Oh, wow. Das kann ja was werden. Ja, Behemoth ist auch mit von der Partie. Aua. Bitte lassen Sie das sein. So, was zaubert denn die Vanille? Vanille. Gift? Okay. Darauf möchte ich jetzt gerne achten. Wow, wo sind meine Leute da? So, Vanille, zeig mal. Nebel. Okay, Pein. What else? Nebel. Also noch macht sie keine Anstalten, den Tod zu zaubern. Also doch, sie macht Anstalten. So. So wird ein Schuh draus. Aua, Snow, hörst du bitte auf damit? Bitte bleiben Sie am Leben. Deprotes, ja. Vanille, hau doch mal den Tod raus. Bitte. Oh Snow. Wir brauchen mal eine Phönixfeder. Phönixfeder. Bitteschön. Ich warte ja immer noch darauf, dass sie tot zaubert. Ich glaube, das macht man. Ich glaube, man muss es tatsächlich auswählen dann bei ihr. Vielleicht mache ich sie gleich zum Anführer. Mit 5000 Trefferpunkten kann man das mal machen. Ich meine, Lightning hat sogar weniger Trefferpunkte und ist Anführer. Also von daher. Das wird schon, ne? Du kleines, süßes Behemoth. Ja, du kleiner. Aua. Der arme Snow, ey. Ich glaube, der Behemoth hat ein Problem mit Männern. Das ist sexistisch. Ja. Und nicht nett.
Und da steht er auf. Aber das Gute ist, doch, er heilt sich. Ich habe nichts gesagt. Nichts habe ich gesagt. Ich gebe den Snow gleich einfach nochmal eine Phönixfeder. Ich werde jetzt nicht zum Heiler wechseln. Und der Bildschirm leuchtet doch so schön rot. So, eine Phönixfeder bitte. Es heilt ihn ja auch fast komplett. Es ist einfach super. Ich hätte schon gerne das Vanille. Oh, das könnten wir auch mal machen. Das Vanille den Tod zaubert, aber sie macht es leider nicht von alleine. Finde ich sehr schade. Wow, das war gekonnt. Also zwei Brecher? Nett. Sehr, sehr nett. Ach ja, Vanille als Anführerin. So. Damit muss ich dann gleich erstmal klarkommen, dass ich ein Manipulator bin. Ja. So. Heldenschwingen. Klingt ganz gut eigentlich. Kommen hier nochmal Gegner oder... Ist da eine Kugel? Nein. Schade. Wäre ein gutes Versteck gewesen. Dass hier so lange kein Gegner ist, ne? Seht euch das an. Ja, wir schauen gleich. Hier sind noch ein paar Menschen. Was ist los mit euch? Ich glaub's nicht, jetzt hat Puls doch angegriffen. Ich war das nicht! Okay, doch. Ja, ist okay, Leute. Na! Ich hab mich ein bisschen erschrocken. Aber nur ein bisschen. Darf ich jetzt hier... ach so. Okay. Vanille als Manipulator. Dann sehen wir auch mal, was sie so in der Trickkiste hat. Hat alles nichts geholfen. Okay, Fertigkeiten. Wo ist es denn? Da ist es. Tot. Oh, braucht auch alle 5 ATB-Balken. Uiuiui. Auf jeden Fall machen meine Leute hier gute Arbeit, würde ich sagen. Ich versuch's nochmal mit dem Todzauber. Yeah! I like. Ja, finde ich gut. Ich behalte Vanille. Dankeschön. Ah, Hilfe. Jetzt geh doch mal. Ich bin Vanille, hallo. Du warst lange keine Anführerin mehr. Eliminieren Sie die Pulsgefahr. Versucht es nur. Aber Tod wird nur auf einen Gegner gezaubert, ne? Huch. Ich glaube ja. Kampfgebrüll, ja, das ist nicht so geil. Ich versuche das jetzt nochmal. Tod geht nur auf einen. Okay. So, tot. Schade. Aber wenn das auf alle gehen würde, wäre diese Attacke wahrscheinlich zu mächtig. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Au! Könntest du vielleicht mal aufhören? Bitte? Dankeschön. 5 von 5 Sternen. Gerne wieder. Top eBayer. Hallo. Okay, Vanille als Anführerin. Muss ich mir vielleicht nochmal überlegen. Ich probiere es erstmal weiter. Ich gebe nicht auf. War da ein... Ja, war es. Upp, ich kann hier drüber springen. Guten Tag. Von wo? Von da. Alles klar. Bei dir versuchst du dann doch nochmal mit dem Tod, ne? Den kennen wir auch noch gar nicht. Ein Zero-Bemo. Okay.
Bye bye. Das wär's ja. Einmal bitte direkt sterben? Nein? Aber immun ist er auch nicht, oder? Zumindest habe ich da kein Zeichen gesehen. Deswegen versuche ich es. Versuche ich es jetzt einfach weiter. Ich meine, vielleicht klappt's ja. Nee, bisher noch nicht. Komm schon. Das wär's doch. Ah, oder bist du doch immun? Steht da nicht. Äußerst agil und hartnäckig. Ja, dann sabotiere ich ihn vielleicht doch erstmal. Aua. Warte, ich mach mal den hier. Oh, er ist im Schockzustand. Er ist im Schockzustand, aber ich muss mich kurz heilen. Muss mich kurz heilen. So, und dann mache ich mal den hier. Ja, schmeiß ihn hoch. Gut. Sehr, sehr gut. So, dann bitte besiegen, bevor er aufsteht. Schnell, hau ihn hoch, hau ihn hoch. Hoch mit ihm, hoch mit ihm. Ah, er ist gar nicht mehr im Schock. Vergiss, was ich gesagt habe. Das war jetzt doof. Das war jetzt etwas unglücklich. Aber nun gut. Ja. Ich wollte mich halt erstmal heilen. Sorry. Nein, nicht auf mich. Nein, ich bin tot. Okay. Tschüss. Is it really over? Ja, ist es. Kampf neu beginnen. Danke. Ich nehme Vanille vielleicht doch mal raus. Also nicht komplett raus, sondern nur als Anführerin. So. Here we go again. Ich glaube, wenn er im Schock ist, gehe ich auf zwei Brecher, damit er schön oben bleibt. Das wäre ganz schön. So, schön Zauber runter und alles. Ihr macht das gut. Ihr macht das sehr, sehr gut. Au. Das Ding ist aber auch hart. Boah, kann ziemlich hart werden. So, schön angreifen. Schock. Zwei Brecher bitte. Und ein bisschen Heilung finde ich auch gut. Ich glaube, in einem anderen Paradigma habe ich gar keine zwei Brecher. Weiß ich gerade gar nicht. Warte mal. Nee, habe ich nicht. Aber hey, so läuft es gut. Schmeiß ihn hoch. Yeah! Just another battle. Genau so geht das. Einfach nicht zum Aufstehen kommen lassen. Perfekt. Da ist was zum Speichern, aber ich habe ja quasi vor 17 Minuten gespeichert. Wie geht's denn hier weiter? Hello. Was haben wir denn hier? Da ist ein Gegner mit dran. Okay, warte, warte, ich wollte doch gucken, wo es da lang geht. Bitte. Rosh, I see your power has grown, Mr. Villiers. No matter. We will lay down our lives if that is what it takes to stop you. Oh, we're on the same side here. We came back to stop all of this. Nevertheless, you are Lassie. We can trust the pawns no more than the Falci who move them. Humanity's fate rests in its own hands. Ah, ein Bosskampf jagt den nächsten, huh? So, einmal bitte Analyse. Stolzrobo. Ja, das sieht ja super aus mit den Resistenzen. Mann, oh. Dann wollen wir halt erstmal, ne? Es ist zum Glück nur ein Gegner.
Das Vieh hat nicht 1000 Arme oder so, die man einzeln bekämpfen kann. Das ist schon mal ganz gut. Aber es hat eine hässliche Fratze. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Gut, gleich Schock. Das ist super. Ich überlege, ob ich dann wieder in den Brecher-Brecher-Modus gehe. Ob das Sinn macht. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht merken, welches Paradigma was auslöst. Ich bin da immer völlig überfragt mit. Ich vergesse das dauernd. Ich kann mir das alles nicht merken. So, heilen, heilen, heilen ist wichtig. Ja, natürlich kann ich. Diese Zustandsresistenzen sind echt ein bisschen übel. Gegen was der alles resistent ist. Immun gegen manipulierende, entkräftende, provozierende Fertigkeiten. Okay. Got it. Dann werde ich auf Blitzschlag übergehen. Der Manipulator hat hier keinen Sinn. Because of Resistenceness. So. Beschränkung aufheben. Was? Was zur Hölle tust du? Das steht da aber nicht. Mann. Aua. Au, au, wow. Okay. Just like that. Aber. Na, Manu. Neu beginnen. Also wenn manipulierende Dinge nicht funktionieren, nützt es nichts, das als Startparadigma zu haben. So viel schon mal dazu. Paradigma, manuell. Dann, ja, was soll ich sonst machen? Nehme ich das einmal. Und Verteidiger ist dann auch sinnlos, weil darauf reagiert er auch nicht. Also kann ich nur mit Verheerer, Brecher und Heiler arbeiten. Augmentor! Ich habe noch Augmentoren. Das könnte man auch machen. Warte mal. Wenn Manipulator eh nichts bringt, hole ich mir einen Augmentor rein. Hallo! So, ja, neu konfigurieren. Das ist voll okay. Verteidiger bringt nichts. Deswegen wirst du hier ein Verheerer. Das ist so okay. Ja, genau. Heiler. Brecher. Augmentor. Und das als Startparadigma. Und wenn ich mal mehr Heilung brauchen sollte... Er kann da gar nicht heilen. Er auch nicht. Ja, super. Ja, super. Ah, das lasse ich auch drin. So, let's give it a try. So, das kann ich aber überspringen. Wie wär's? Och Mann. Achso, ich muss erstmal dahin laufen und dann kann ich bestimmt überspringen. Dankeschön. So. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Aber er ist jetzt nicht mehr analysiert, ne? Aber ich weiß ja, was er macht und wogegen er resistent ist. Von daher ist das alles soweit in Ordnung. Hast ist natürlich auch immer eine gute Sache. Das finde ich hervorragend. So, der Hope kann mittlerweile auch Hass. Aber ich habe Sess gerade etwas lieber hier drin. Immer schön buffen, immer schön buffen. So, die Buffs, die Lightning jetzt hatte von ihrer Ausrüstung, sind jetzt leider weg. Aber wir haben ja Sess. Wir haben ja Sess. Ja, ja. Laber du mal. So, ich glaube, wir sind durch. Dann machen wir mal den hier. Oder? Meine Trefferpunkte gingen gerade ziemlich runter. Das finde ich nicht so gut. Deswegen brauche ich noch mal kurz eine Heilung.
Heilungsrunde. Aua! Bitte nicht wehtun. Macht Sass eigentlich noch was? Nee, ne? Warte mal, dann kann ich auch zur grünen Meile wechseln. Und ich glaube, ich behalte die Heilerin mal kurz. Obwohl, warte mal. Ich komme mit meinem Paradigmen noch nicht so gut zurecht. So, und jetzt mache ich die grüne Meile. Ich habe die Schockleiste nicht hochbekommen. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich bleib mal im Safety-Bereich, bis sein Schockzustand vorbei ist. Ich glaube, dann heilt er sich einmal, ne? Eine Runde. Bin mir nicht sicher. So, dann machen wir das hier. Schockimpakt, okay. Genau, Beschränkung aufheben, dann heilt er sich ja wie bescheuert. Ich möchte mich gerne heilen. ich versuche etwas vorsichtiger hier zu sein. Du siehst warum. Oh mein Gott. Bitte heil. Nein! Ah! Mist. Vielleicht muss ich doch ein bisschen... ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, meine Taktik ist nicht die beste. Aber ich bin auch nicht so der Taktikmensch. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß das auch. Ich mach mal Snow als Anführer. Paradigmen, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich mach mal hier den Augmentor rein. Ich komme sonst in Verwirrungen. Warte mal. So. Machen wir so. Okay. Aber das trotzdem als Start, bitte. Danke. Was habe ich denn an Ausrüstung? Das steigert die TP. Angriffszauber. Boah. Ach nee, 250. Das ist ja eigentlich ganz gut, aber die Magie geht ein bisschen runter. So. Das war ja mit dem MTP, genau. Einmal Ena. Ja, ja. Ich muss mal gucken, was ich hier so machen kann. Das könnte man auch nochmal ausrüsten. Oder das. Oder das. Machen wir so. Ich hoffe, das ist okay. Ah, Mann. Bei Tendris habe ich First Try gemacht und hier kriege ich voll... Ah, hier kriege ich gar nichts hin. Mann. Ich finde das kacke. So, Attacke bitte. Ah, ich darf nicht vergessen, dass ich auch noch Esper habe. Vielleicht setze ich einfach die Esper ein, wenn der mit seiner Restaurierung da fertig ist. Das könnte ich tun. Aber ich möchte für diese Folge diesen Kampf noch schaffen. Ich stelle mich wahrscheinlich an wie der erste Mensch. Ich weiß auch noch nicht. Eventuell ist das so. Aber ich will das jetzt schaffen, bitte. Das wäre so schön. So, die Buffs von Lightning gehen weg. Sass, haut neue drauf, bitte. Mit seinen 80 Lasern ist der auch ziemlich scheiße. Der Gegner. So, grüne Meile einmal kurz.
Wobei das für die Schockleiste nicht sehr schön ist, weil sie kaum steigt. Deswegen sollte ich meine Strategie vielleicht nochmal ändern. Ah nee, Augmentor habe ich ja schon fertig. Ah, Verwirrung pur. So, Blitzschlag. So, Schock. Und wenn er durch ist mit seinem Schock, werde ich eine Bestie, eine Espa rufen. Hier heißt es ja Espa. Ich werde beschwören. Fertig. So, jetzt ein bisschen Konzentration, damit mir nichts durch die Lappen geht. Ich weiß nicht, warum ich mich so schwer mit diesem Gegner tue. So, sein Schock ist fast vorbei. Dann heißt es beschwören. Das kann ich übrigens auch überspringen. So. Ein bisschen auf die Leisten hier achten. Nicht, dass eine Espa aus Versehen down geht. Dieser blöde Strahl, ne? Der zieht verdammt viel ab bei meinen Mädels hier. Das finde ich nicht okay. So, guten Tag. Das kann ich so, ich kann das auch überspringen. Ha! Siehst du mal. Dann dauert es nicht so lange. So, der hat jetzt ein paar Buffs. Das ist nicht so schön, aber auf manipulierende Fertigkeiten reagiert das Vieh ja nicht. Kann ich das auch überspringen? Nein, das kann ich nicht überspringen. Ja! So, er ist im Schock. Ja, er ist im Schock. Ich hoffe, ich bin geheilt. Bitte. Ja, ich bin geheilt. Das ist super. Vergeltungsschlag. Boah, bitte hör auf damit. Bitte, bitte hören Sie auf damit. So, hier, 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 hier. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Alles, aber bitte nicht sterben. So, Lightning, bitte hau rein mit deiner Heilung. Wobei Lightning vielleicht auch nicht die beste Heilerin ist. Muss man auch mal sagen. Sie kommt kaum hinterher. Vanille ist da deutlich besser. Aber besser so als gar nicht, ne? Ich glaube, ich mach mal den hier, um meine Buffs wieder aufzufrischen. Weil die Leiste geht jetzt kaum hoch, die Schockleiste. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen in Paradigmen rumbasteln müssen. Ich bleib noch ein bisschen beim Heiler. Wer weiß, was da noch kommt. Diese Laser kotzen mich an, ne? Ja, tu es nicht, bitte. Lass mich heilen. So, die Buffs sind alle wieder da, deswegen gehe ich mal auf Blitzschlag. Ich muss aufpassen, dass mir Seth nicht verreckt. Ah. Schock! Ja, jetzt ist er im Schock. Danke. Warte mal, ich brauche eine grüne Meile, mache ich mal. Er ist ja gerade im Schock und gebufft bin ich ganz gut. Ich muss nur geheilt werden ohne Ende. Diese Laser. Wenn ich die schon höre, kriege ich die Krätze. So, einmal wechseln bitte. Und kaputt machen. Meine Buffs schwinden. Ich möchte den jetzt besiegen. Unbedingt. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ah. Oh, oh, Lightning, Lightning, Lightning.
Lightning! Benutzt doch diese scheiß Phönixfeder! Ich brech mir einen ab, ey. Ja, ich würde auch am liebsten gerade schreien. Ich schneide dich jetzt aber rein, wenn ich ihn fast besiegt habe. Sonst ist das ein bisschen sehr lang hier. Ich glaube, ich hole Vanille als Heilerin rein. Yay! Lightning ist halt einfach eine richtig beschissene Heilerin im Gegensatz zu Vanille. So, das ging jetzt gut. War auch nur ein Versuch tatsächlich jetzt. Den ich offscreen gemacht habe. Ein Versuch. Understand, we want the same thing. Why can't we just work together? These people are so blinded by fear, they can't even imagine it. Are we too late? Not yet. And we can't give up. No one else knows the truth. Am I right? Only we know about the plan to destroy Cocoon. And which Falci's behind it. Bartandalus. Then what are we waiting for? It's time for some payback. That's what I'm talking about. Once everything's finally out in the open, people are gonna have to wake up from this nightmare. Let's show them how human we still are. Das Problem ist, werden euch die Menschen glauben? Aber nun gut. Hier links oben kannst du meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Rechts findest du die Playlist zu diesem Projekt und hier unten links kommst du zu meiner Tipi-Seite, falls du mich noch ein klein bisschen mehr unterstützen möchtest. Ich freue mich sehr auf Kommentare und bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!